Hybrid-Taxi erfasst Fußgänger, schwer verletzt. Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Kreuzberg. Nach Tag 24 Informationen wurde ein Fußgänger an der Kreuzung Skalitzer Straße Ecke Köpenicker Straße gegen 6 Uhr von einem Hybrid-Taxi erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Schwer verletzt blieb der Mann auf der Straße liegen. Nachdem er von einem Rettungsarzt versorgt wurde, wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ermittelt nun die Polizei.